Wie Weihnachten steht vor der Tür und wem macht die Bescherung am meisten Spaß? Nackt. Nein. Nicht wie macht die Bescherung am meisten Spaß. Wem macht die Bescherung am meisten Spaß? Den Kleinsten. Also, lieber Oliver, wir haben was für dich vorbereitet. Oh. Hm? Tschüss. Geh noch nicht, bleib noch hier. Setz dir den Kopfhörer auf, damit du nichts mitbekommst. Natürlich. Und dann kommt noch die Tante Aufnahmeleiterin mit einer dunklen Brille. Oh, und die bringt dich dann taub und blind raus. Ja, so, genau. Da geht er hin. Oliver hat nämlich keinen... Oh. Wir haben uns ja was Schönes ausgedacht. Oliver hat keine Ahnung. Er wird jetzt eine sehr schöne Bescherung erleben, in der er aber tatsächlich die Hauptrolle spielen wird. Es ist so, Barbara ist die Frau des Hauses, also die Frau von Oliver, und erwartet, dass der getreue Gatte zurückkommt und den ehelichen Pflichten nachkommt und die Bescherung vollzieht. Die Bescherung für die lieben Kleinen. Torben und Hendrik. Ich bin Hendrik und Torben. Die lieben Kleinen, gespielt von Teti und Ingo. Und ich würde sagen, wir bauen hier mal eine schöne kleine, ein kleines Wohnzimmer was der lieben Familie, was Weihnachtliches auf. Und ihr verspürt den Geist der Weihnacht. Und ich guck mal nach dem armen kleinen Mann. So, also, alle warten auf dich, haben sich so auf dich gefreut und ich führe dich jetzt wieder raus. Dirk, wo bist du? Ja, ich bin hier, hier. Hörst du mich? Ja. Gehst einfach mit, ich bring dich die Treppe wieder schön runter. Sehr gerne. Hallo. Alle sind bereit, guck mal, alle freuen sich. Ja. Stellst dich hier hin, so hier und das Schöne ist, du kommst nicht mit leeren Händen. Nein. Und, ich habe ja einen Riesensack. Das haben wir uns gedacht, deswegen haben wir den nochmal gebastelt. Das ist sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, frohe Weihnachten, mein Herz. Wo warst du denn so lange? Draußen. Wo draußen? Vom Walde komme ich her. Ah! Ah, da sind ja die Geschenke. Endlich, wird auch Zeit. Na? Das ist doch gar nicht der Weihnachtsmann. Der sieht ja aus wie Papa. Scheiße, du Arschloch, das ist doch nicht wahr. Oder? Das ist doch nicht der Weihnachtsmann. Außerdem, Mama sagt, das ist gar nicht mein Papa. Hat die gesagt? Kannst du mir mal erklären, wo dein Kostüm ist? Dein Weihnachtsmann-Kostüm? Das habe ich ja wohl jetzt gerade an. Kann es sein, dass du es vergessen hast? Wir hatten doch eins besorgt. So sieht's ja wohl schon mal Weihnachten aus. Hat er wieder versoffen, die Sau! Halt's Maul! Hat er wieder versoffen, der versoffen. Der kann doch mal gleich was anderes hier. Wir können doch andere Seiten aufziehen. Halt's Maul, ich bitte dich. Jetzt hör doch mal bitte auf, nicht so vor den Kindern. Wirklich? So nicht, Freundchen. Du musst überhaupt die Fresse aufreißen! Kannst du bitte dazwischen gehen? Wenn einer nicht hier schon das Gebäck von euch beiden gegessen hat, was? Space-Kekse sind halt lecker, Papa. Ja, gut. Wir haben dir auch nichts übergelassen. Hans-Paul, es wäre schön, wenn du etwas weihnachtliche Stimmung verbreiten würdest und uns darin unterstützen würdest. Wir warten seit Stunden auf dich. Natürlich, da steht ja glücklicherweise das Klavier, was ich mir gewünscht habe letztes Jahr. Es ist nicht für dich. Richtig. Kümmer dich erstmal um die Kinder. Richtig. Ja, Kinders, wollt ihr denn nicht jetzt mal eure Geschenke haben? Ja, Geschenke. Jetzt. Hier sind die Geschenke. Ich schätze mal, dass hier welche drin sind. Papa, du bist der Größte. Naja. Papa, wir haben dich lieb, ne? Ja. Ich sage an diesem Jahr Papi zu dir. Ja, guck mal, was wir hier haben. Für Hendrik. Das ist doch einer von euch bestimmt, ja, oder? Hendrik. Ja. Na, gib mal her. Frohes Fest, dieses Jahr gibt's noch mal was. Nächstes Jahr sind wir Moslems. Was gibt es? Ein Gürtel. Danke, ich bin doch gar nicht Merry Christmas.
Doch. Gisela, bist du bescheuert? Das bin ich. Das wird dann ja wohl für dich sein. Danke, mein Schatz. Frohes Fest. Komm, knutsch mich mal. Na. So. Ach, und noch was für den Torben. Was haben wir denn hier? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was hast du gekriegt, Mama? Ist mein Ernst. Was hast du denn da gekriegt? Ja, ein Mixer. Ein Küchenmixer. Was hast du dir denn dabei gedacht? Dass du dir auf deiner Küche stehst, natürlich. Und was machst du in der Zwischenzeit? Ja, ich kümmere mich um die Kinder. Ja, das ist gut. Gefällt mir. Also, warum habe ich das eigentlich jetzt umbekommen? Einfach nur, weil es so rot ist und weihnachtlich und weil du rot gut tragen kannst. Das macht deine Haut so golden. Natürlich. Und ich werde auch ganz rot. Guck mal, Papa hat mir Karl Marx geschenkt, das Kapital. Oh. Das nehmen wir gerade in der Schule durch. Richtig. Das ist super. Und nachdem du eben schon meinen Kampf durchgelesen hast, ist das genau das Richtige. Ja. Ne? Papa, du tust was für meine Bildung. Ja. Und? Was hab ich denn? Da kommt aber Ala gar nicht drin vor. Nein, diesmal nicht. Oh, Playmobil. Ich wollte eine Xbox. Das ist immer noch Hausverbot im Mediamarkt. Das ist eine Xbox. Das ist eine Xbox für Waldorfschüler. Ja. Springreiten. Wir haben. Es gibt alles. Springreiten. Formel 1. Oh, guck mal, ich baue ein Gefängnis. Da kann man aufs Dach klettern. Ja, und jetzt aber runter da. Nein. Es waren nur noch keine 20 Stunden. Na, komm. Nimm erstmal einen Apfel. Und ein Brot. Und einen Tee mit Rum. Dir ist doch sicher kalt. So, ja, schön. Ich das war mich. Doch wieder ein Weihnachtsfest, Sollen oder? Wir noch was singen? Na, von mir aus nicht. Pass auf, wir singen. Ho, ho, ho. Weihnachtsmann. Da hat mir da irgend so ein Arsch meinen Sack geklaut. Bist du mein Vater? Nicht, dass ich wüsste. Der Sack ist alt und leer und schrumpelig. Wer von euch ist denn der kleine Oliver? Er war's. Nein, er hat. Oliver, komm mal hier hin. Hau ihm ordentlich auf die Fresse. Warst du denn ein braves Kind? Nein! Der ist doch der Vater! Das ist ja wohl kein Hinderungsgrund. Nissa, Papa, warst du denn ein braves Kind, Vater? Na, aber sicherlich! Dir wird zur Last gelegt, du hast alten Menschen übel riechende Mikrofone unter die Nase gehalten. Du hast für minderwertige Elektronikartikel geworben. Bekennst du dich für schuldig? Ich verurteile dich hiermit. Zu einem Lied von dir? Zum Tode durch ein Lied von mir. Ah, ja. Das wir singen Lied Nummer 64, Strophe 1 bis 4. Solange es nicht Lied 69 ist, oder? Papa, kennst du den Penner? Das ist Lied 69. Doch, das singe ich sehr gerne mit Mama mal. Sicher, mein Olli. Nee. Jetzt. Lasst uns froh und munter sein und uns rette Herzen. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Jetzt kommt deine Strophe. Ach, meine. Der Weihnachtsmann hier ran mit nem kleinen Sack voll ran. Lustig, lustig, na ha, ha, ja. Oh. Die Tarnung letzten Endes doch aufgeflogen. Nein. Nochmal von vorne. Danke. Papa kann gar nicht singen. Das ist schon wieder so. Warum
Ist das nicht etwas... Wenn ich schlaf, dann träume ich. Und wenn, dann auch mal nicht. Strich. Hä? Lustig. Lustig. La, 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 la. Na, ja. Wann ist wieder... Nikolausabend da. Wer ist dieser... Bald ist Nikolausabend da. Schuss jetzt! So. Mama. Ein Traum. Ich muss auf Klo. Ja, ja. Lieber Nikolaus. Lieber Nikolaus.